Bitte hier unten rechts an dem runden Ding die Wiedergabegeschwindigkeit schneller drehen. Ja, KenFM, ich beginne mal so damit. KenFM soll für etwa eine Woche gesperrt worden sein von YouTube. Letztendlich die Begründung habe ich so verstanden, dass man dort in den Fehler gemacht hat, letztendlich indirekt oder direkt aufzufordern, sich gegen die Maßnahmen zu verhalten. Ja? Und dass das natürlich eine Aufforderung zu gesetzwidrigem Verhalten natürlich zu einer Sperre führen muss, ist selbstverständlich und ist noch lange keine Zensur. Ne? Denn wir sagen immer, natürlich müssen wir uns an die Gesetze halten. Ich halte mich an die Abstandsregeln. Ich trage brav in den Geschäften zumindest meine Alibi-Maske. Und also an die Regeln halten, wie sie gesetzlich vorgeschrieben sind. Und es ist ja keine besondere Art der Maske vorgeschrieben, sondern es reicht ja jede Form der Maske, egal wie luftig sie ist oder nicht und so weiter, ja. Aber an die gesetzlichen Vorgaben halten, denn wir dürfen nicht dem Wahn derer folgen, die denken, ja, wir sind 1% der Bevölkerung und wir machen uns jetzt unsere Gesetze selber. Das ist Eigenmächtigkeit. Das sind entweder dann Linkskriminelle oder Rechtskriminelle, Verfassungsfeinde, die sich ihre eigenen Gesetze machen. Und da sind wir dann ganz schnell bei der RAF, der Roten Armee-Fraktion, die sich auch ihre Gesetze selber gemacht hat und sich selbst erlaubt hat, Menschen zu ermorden. Ja? Also so geht's nicht, ja, sondern so wie wir das machen, Leute, haltet die Regeln ein, aber diskutiert sachlich mit sachlichen Argumenten darüber, ob diese Maßnahmen sinnvoll sind. Aber fordert nicht auf dazu, diese Maßnahmen nicht einzuhalten, sonst werdet ihr zu Recht gesperrt. Denn der Staat kann es natürlich nicht dulden, dass jemand zu Gesetzesverstößen auffordert. Das ist Anstiftung zu strafbaren Handlungen oder zu verbotenen Handlungen. Und das kann ein Staat nicht dulden und darf das auch bei YouTube nicht dulden. Und deswegen ist die Sperre leider wohl berechtigt, denn seitdem wir strenger die Regeln der Gesellschaft einhalten, ist bei uns keine Sendung mehr gesperrt worden, weil wir uns versuchen, so streng wie möglich an die Gesetze zu halten. Als uns früher ab und zu mal ein falsches Wort rausgerutscht ist, wurde diese Sendung dann auch entsprechend gesperrt. Ja, aber das ist eben der Punkt, ja. Man darf eben nicht alles sagen. Wir dürfen uns nicht auf eine Meinungsfreiheit berufen. Gemeint ist mit der Meinungsfreiheit in Wirklichkeit nur eine Argumentefreiheit. Wir dürfen Argumente sagen, warum wir die Maßnahmen wenig sinnvoll halten. Aber wir dürfen nicht Aufforderung zum Bruch der Gesetze und Regeln, das ist die Aufforderung zu verbotenen Handlungen. Und wenn man das macht, muss man gesperrt werden, ja, sozusagen. Und deswegen ist es ja so wichtig, KenFM, konzentrieren Sie sich lieber, Ken Jebsen, konzentrieren Sie sich lieber auf die Partei Wir 2020 und die Zusammenarbeit mit den Next Scientists for Future vom Weltrat, wie Sie sie unten in der Infobox beim Sender Wir 20, beim Sender News und Talks finden Sie alle in wichtigen Links und berichten Sie darüber und machen Sie nicht den Fehler, sozusagen für Deutschland eigene Gesetze machen zu wollen und die Leute zum Übertreten von Regeln aufzufordern.
Ich werde sogar regelrecht böse, wenn jemand die Regel nicht einhält, weil sozusagen die Tatsache, dass es Argumente gibt, warum diese nicht sinnvoll sind, gibt einem Menschen nicht das Recht, sich seine eigenen Gesetze zu machen, sondern und ich finde das dann unverschämt, ja. Denn wenn es sich um wirklich wichtige Gesetze handeln würde, würde diese Person sie ja dann auch wieder nicht einhalten und würde sich seine eigenen Gesetze machen, ja, selbstherrlich. Und das geht nicht, ja. Also bitte schön. Also konzentriert euch alle darauf. Und dann wurde ich gestern Abend angemailt und war, da ich ja sowieso immer auch im Homeoffice-Modus bin, sozusagen, habe ich das dann auch relativ bald gesehen und habe dann mich eingeklinkt in einen Livestream von Elia T., also ET Video and Content heißt der Sender. Und sozusagen habe letztendlich da reingeschaut, habe es auch nicht so ganz klar verstanden. Unser Uwe Lohse, der ja auch einen eigenen Sender hat, der heißt, glaube ich, so, wo ist es? Mittlerweile UL für Uwe Lohse, die Welt klar sehen. Ja? Der hatte wohl. Einfach, weil der ist ja Mitglied der Next Scientists for Future, weil wir seine Präzision und seine Präzisierungstendenz schätzen. Er hat ja auch in der zweiten Verhandlung mit dem entstehenden Landesverband von Wir 2020, siehe unten, mehr ansehen, wenn Sie auf dem Sender News und Talks sind. Übrigens finden Sie da auch wieder in der Playlist 4 neue Sendungen, die da reingekommen sind. Ja, immer beim Sender News und Talks. Die Playlists schauen, das sind mittlerweile geht gegen 800 Sendungen, ja. Das ist der entscheidende Sender, wo alles, was wichtig ist, drin ist, ne? Ja, und Uwe Lohse ist ja bei uns deswegen Mitglied, weil wir seine Präzisierungstendenz schätzen und er hat wohl darum gebeten, dass sozusagen Rechtsanwalt Rainer Füllmich vom Corona-Ausschuss doch bitte sozusagen, dass das ganze Angebot mit den 800 Euro für eine juristische Vertretung bei einer Sammelklage in den USA oder in Deutschland, wie auch immer, sozusagen noch etwas präzisiert und noch etwas so gestaltet wird, dass man nicht an manchen Punkten sozusagen aneckt dieses Angebotes. Und während Elia T. wieder tendenziell auch sozusagen generelle Zweifel hat an diesem Weg, weil er eher an der Strategie sozusagen, ja, DDR-Demonstrationen 1989 beenden, das Regime sozusagen, daran hängt. Das halte ich auch für einen Irrweg, denn leider ist die DDR nicht, ist die BRD nicht die DDR sozusagen. Deutschland ist nicht die DDR. Da wird das wohl nicht funktionieren. Da haben die Demonstrationen werden letztendlich unbedeutend sein. Das mussten ja schon die Grünen erleben, weswegen sie ja dann auch als Partei ins Parlament gegangen sind. Und das steht jetzt an mit der Partei Wir 2020. Deswegen heißt es, nur dort unterstützen diese Zusammenarbeit, diese Gespräche mit dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020 und den Next Scientist for Future sozusagen. Nur da liegt die Lösung, eine echte Lösung für uns. Denn wie gesagt, in der DDR konnte man mit Demonstrationen was erreichen, weil der Staat selbst schon wusste, dass er am Ende und abgewirtschaftet war. Das ist aber in Deutschland nicht der Fall und deswegen wird das über die Demonstrationen wohl nicht funktionieren. Bitte, lieber Herr T., machen Sie es wieder, Herr Lohse, nehmen Sie auch an den nächsten Gesprächen teil und dokumentieren Sie diese Gespräche mit sozusagen, indem Sie selbst auch sie mitschneiden oder gar
ihr Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, um eine gute Bildqualität zu erzeugen und so weiter. Und ja, lassen Sie uns Deutschland verändern, positiv, ne? Lassen Sie uns ein Fehlanreizesystem durch positive Anreize korrigieren nach der Formel: Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ne? Ja, und so habe ich dann also letztendlich dann am Ende dem Corona-Ausschuss und den Mitgliedern, die herzlich dazu angeregt, doch Mitglied der Partei Wir 2020 zu werden, denn der Corona-Ausschuss ist ja selbst prominent geworden, seine Mitglieder sind prominent geworden und das würde das dem Ganzen einen großen Schub nach vorne geben, wenn der Corona-Ausschuss eben auch darüber berichten und sprechen würde und talken würde über die Zukunft Deutschlands aus parteipolitischer Sicht. Wir 2020 mitregieren mit 20% bei, wie ihr 2020 mit 20% mitregieren bei der Bundestagswahl durch das Potenzial der 56% Wählerstimmen in den Testwahlen der nextscientistforfuture.de. Ne? Ja, jetzt wird Telegram aufs Korn genommen, ja. Jetzt ist klar, natürlich, wenn in Telegram jetzt sich sozusagen alle Leute mit illegalen Äußerungen tummeln und vielleicht dann auch, wie gesagt, zum Verstoß gegen geltende Regeln und Gesetze auffordern, dann ist es klar, dass es nicht lange dauern wird, bis auch in Telegram strafrechtlich verfolgt werden wird. Ja, denn das ist ja vollkommen richtig, man darf keine rechtsfreien Räume dulden. Ja? Wenn jemand Kriminelles äußert im Telegram, dann muss das auch korrigiert werden oder strafrechtlich verfolgt werden. Ja? Ich warte darauf, dass endlich auch die ganzen Beleidiger und Störer auf YouTube endlich strafrechtlich verfolgt werden. Das würde in einem richtigen Rechtsstaat ja geschehen. Ne? Ja, Professor Hans-Werner Sinn, die Erfindung des Marktes, und da muss ich ihm widersprechen, also sein, eigentlich beginnt sein Irrtum, sein Zentralirrtum beginnt schon bei der Illusion, dass die Erfindung des Marktes uns befreit hätte und freie Zeit geschaffen hätte, weil wir ja nicht alles sozusagen selber machen müssen. In Wahrheit ist es genau das Gegenteil. Ja? Die Erfindung des freien Marktes ohne Berücksichtigung der Formel, dass man vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen muss durch positive Anreize. Diese Erfindung des freien Marktes hat uns die Freizeit geraubt, hat uns Zeit geraubt, denn die naturnäheren Völker kamen mit 3 Stunden, circa 3 Stunden Arbeit am Tage aus und hatten alles, was sie zum Leben brauchten: gesunde Nahrung, frisches, sauberes Wasser, saubere Luft, starke Immunsysteme. Und Zeit für Freizeit, für Singen, Musizieren und Tanzen und für Liebe machen und für Massage und Körperkontakt und Herzlichkeit. Dafür hatten sie Zeit und Raum und wir haben das alles nicht mehr. Wir wurden durch die Erfindung des Marktes und durch die vorteilbringenden Irrtümer durchmanipuliert hin zu Konsum, Arbeits- und Kriegssklaven, die für nichts mehr Zeit haben, fürs Genießen keine Zeit mehr haben, sondern nur noch für Süchte Zeit haben, für Kaufsüchte, Konsumsüchtige, Süchte, Alkoholsüchte, Drogensüchtige und so weiter. Ja? Ja, und da beginnt schon der Zentralirrtum von Professor Hans-Werner Sinn. Sonst sagt er manches Vernünftige, aber es nützt ja nichts, wenn die ganze Basis schon auf Irrtum gebaut ist. Ne? Und ich wette, dass wir jetzt nicht gesperrt werden, weil wir dürfen Argumente sagen. Ja, und das ist ein Argument. Ja.
Das Medizinsystem kassiert angeblich über die AOK pro Corona-Patienten ca. 10.700 Euro und bei Beatmung sogar 38.500 Euro. Das ist ein so gutes Geschäft, ja, dass eben leider das garantiert auch zur Bildung vieler vorteilbringender Irrtümer geführt hat, weil wir ja schon gezeigt haben, dass die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer einmal über Jahrzehntausende läuft in Richtung Akkumulation von vorteilbringenden, geldbringenden Irrtümern sozusagen, dass es aber auch manchmal innerhalb von Wochen und Stunden zu solchen Evolutions Prozessen von vorteilbringenden Irrtümern kommt. Das braucht nur einer irgendwie einen entsprechenden vorteilbringenden Irrtum aufzubringen, der eben dazu führt, der letztendlich bedeutet, ja, aus Sicherheitsgründen sollten wir diesen Menschen möglichst schnell in ein Intensivbett tun und möglichst schnell beatmen. Dass dabei nebenbei dann 38.500 Euro fällig werden und bei der Barmer nur 7.000 beziehungsweise 32.000 Euro dann bezahlt werden, ja, das ist dann sozusagen ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt dieses vorteilbringenden Irrtums, von dem einfach dann die Ärzte überzeugt sind. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass die Gesundheitsämter sozusagen irgendwelche neutralen Biologen vereidigen, die dann über die Belegung der Betten entscheiden, das letzte Wort haben am Ende sozusagen, damit eben nicht wegen 38.500 sozusagen die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer, ja, Beatmung muss sofort sein, sozusagen dann solch ein vorteilbringender Irrtum sich nicht massenhaft ausbreitet. Ja. In welche Richtung werden die Gepflogenheiten also gehen? Die vorteilbringenden Irrtümer. Na, ist doch klar, in welche Richtung bei 38.500 Euro für eine Beatmung werden die vorteilbringenden Irrtümer im Medizinsystem natürlich in die Richtung gehen. Beatmung muss sofort sein. Besser kein Risiko eingehen. Ne? Und schon klingelt die Kasse. Ne? Aber das ist keine böse Absicht, sondern eben es gibt immer irgendwo einen Arzt, der sich irrt, ja, und der dann Anhänger findet, weil es sich einfach auch finanziell eben gut als gut für die Klinik erweist. Und die menschliche Psyche ist so flexibel, dass sie solche Irrtümer dann rasend schnell irgendwo der Mensch spürt, dass dieser Irrtum für ihn selbst vorteilhaft ist und vorteilbringend ist. Und dann wird er einfach rasend schnell übernommen, ohne dass sich der Mensch einer Schuld bewusst ist. Also die Ärzte sind dann haben nicht den Gedanken, dass sie jetzt einen aktiven Betrug betreiben würden. Nein, sie denken, sie würden einfach was Vernünftiges tun. Dass das eigentlich dieser Irrtum sich nur deswegen so stark ausgebreitet hat unter der Ärzteschaft, weil er so viele Vorteile bringt, das ist den Leuten gar nicht bewusst. Und deswegen dürfen wir ihnen auch keine bösen kriminellen Absichten unterstellen und sie auch nicht als schwarze Schafe irgendwie angreifen oder so, denn sie sind sich, denn sie wissen nicht, was sie tun, ja? Die Menschen sind nun mal so, dass sie durch Fehlanreize sozusagen in Evolutionsprozesse mit vorteilbringenden Irrtümern gelenkt werden können. Ja, ich mache es noch einmal kurz deutlich. Ja. Hier ist der Arzt ohne Irrtum. Ja. Aber mit freiem Markt, also freier Markt, freie Arbeitsteilung, freier Tauschhandel. Das ist der Rahmen, die ökologische Nische, in dem wir uns heutzutage seit 400.000 Jahren befinden, etwa. Und der lebt in der Wahrheit, ist aber komischerweise in diesem Rahmen vom Aussterben bedroht. Während der sich irrt und eben sagt, ja, bei jeder Kleinigkeit sofort Beatmung, sofort Intensivbett, ja,
sicherheitshalber, ja, ist doch so gefährlich und so weiter. Der diesen Irrtum glaubt, der verdient richtig gut, der kriegt richtige gute Prämien vom Krankenhaus, der wird schneller Chefarzt und Oberarzt in der Klinik, weil er für die wirtschaftliche Seite des Krankenhauses richtig gutes Geld bringt. Der macht Karriere, der kann deswegen zwei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach auch in Zukunft sein, von Drostens, Wielers und Lauterbachs sein, auch in Zukunft, und er wird ganz viele geistige Nachahmer, vielleicht innerhalb von Tagen und Wochen schon geistige Kinder sozusagen haben, nämlich geistige Schüler, geistige Nachfolger, die seinen vorteilbringenden Irrtum aufgreifen und multiplizieren und vermehren und zum Lehrinhalt in der Medizinstudentenausbildung machen. Ja? Und das ist bewiesen. Das hier ist seit 1859 durch Wallace und Darwin bewiesene Tatsache, die bis jetzt völlig ignoriert wird, weil wir alle möglicherweise unter dieser Gehirnschrumpfung leiden, weil ein 1350 Milliliter Gehirn im Durchschnitt, also 1,35 Liter Hubraumgehirn im Durchschnitt eben schon so degeneriert ist, dass wir noch nicht mal das anwenden können, was 1859 schon veröffentlicht wurde, nämlich die Erkenntnisse von Darwin und Wallace, ne? Alfred Russel Wallace und Sir Charles Darwin. Ja? Also, daran gehen wir kaputt sozusagen. Ja? So. Ja, und dann sind wir schon wieder bei den Tagesthemen. Also, heute waren es erst die Kurznachrichten. Ja, und deswegen, also bitte, liebe Promis, lieber Corona-Ausschuss, ja, wählt nicht nur Bodo Schiffmann und wir 2020, sondern werdet Mitglieder, werdet Bundestagsabgeordnete. Ich habe also den gesamten Corona-Ausschuss herzlich angeregt, doch Bundestagsabgeordnete zu werden. Und was, wenn Ihnen irgendwas nicht gefällt an der Partei, das doch umzuwandeln, zusammen mit dem klugen Doktor der Physik und seinen klugen Leuten von dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020. Wie gesagt, die Verhandlungen unten, die ersten zwei links und mein Auftritt vor dem Corona-Ausschuss als dritter Link unten ab 1:47:22. Ja? Schauen Sie die wichtigsten Sachen der Menschheit und nicht die unwichtigsten. Und bitte, lieber Elia T., machen Sie mit bei diesen Talks, schneiden Sie sie mit, senden Sie sie. Und Uwe Löse ist ja sowieso bei der nächsten Sendung dann wieder dabei. Und wie gesagt, lieber Corona-Ausschuss, nehmen Sie das nicht übel. Uwe Löse geht es nur um Präzisierung und Präzision. Dafür ist er auch bei uns geschätzt. Und auch bei uns widerspricht er uns mal, wenn er irgendwas noch nicht, entweder richtig, noch nicht richtig verstanden hat oder ihm noch nicht präzise genug ist, und bringt neue Ideen ein. Und bitte, lieber Elia T., ja, eben die Frage ist eben, ich halte es so für möglich, dass wir sowohl für das juristische Vorgehen kein großes Ergebnis erzielen, aber auch über die Demonstrationen kein großes Ergebnis erzielen. Das haben die Grünen damals auch erkennen müssen, dass ohne Partei nichts los ist in Deutschland, weil Deutschland nicht die DDR ist. Ja? Also ohne Partei geht nichts in Deutschland. Und wir haben diese großartige Partei Wir 2020, trotz kleiner Mängel, aber wir haben einen hochintelligenten Doktor der Physik, ja, so wie Frau Merkel, nur dass er eben viel kompetenter ist als Frau Merkel und eben die gesamte Marktwirtschaft in Frage stellen kann, erkennen kann, dass es sich um ein Fehlanreizesystem handelt, erkannt hat, dass wir positive Anreize brauchen, positive Anreizsysteme brauchen, Systemveränderungen brauchen, dass wir sozusagen vorteilbringende Irrtümer, ja, hier noch einmal,
die vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen müssen durch positive Anreize, sodass der Arzt, der uns also aufgrund von Irrtümern leichtfertig in Intensivbetten legt und dadurch große Kosten verursacht, sozusagen, dass der eher finanziell eben keine Verdienstzuschüsse bekommt, keine Verdienstzuschläge, sondern im Gegensatz dazu die wahrheitsorientierten Menschen, die Verdienstzuschüsse bekommen, also hierhin rücken und die kriegen die großen Verdienstzuschüsse und Verdienstzuschläge, während die Ärzte mit ihren bisher vorteilbringenden Irrtümern eben keine Verdienstzuschüsse und Verdienstzuschläge bekommen. Und dadurch verhindern wir das und sorgen wir dafür, dass eben die vorteilbringenden Irrtümer aussterben durch positive Anreize. Und anders geht es nicht, ja. Und das, ja, und deswegen bitte, ja, zurück zu den Tagesthemen. Ja, bitte, Leute, alle zusammenarbeiten. Ohne Partei geht's nicht. Und sucht nicht in den Krümeln, sondern verbessert die Partei, ja. Verbessert die Partei und jeder, der prominent ist, bitte Mitglied der Partei werden. Wir würden es bestimmt auch schaffen, lieber Herr Lohse, dass Sie eine Doppelmitgliedschaft bekommen, ausnahmsweise, dass Sie beim Weltrat Mitglied sein dürfen und gleichzeitig auch Parteimitglied sein dürfen. Also falls Sie zufällig diese Sendung sehen, trotz unserer geringen Klickzahlen, wir würden Ihnen, ich könnte es durchsetzen bei den Professoren, dass Sie eine Ausnahmegenehmigung kriegen, weil Sie prominenter sind als unsere Professoren, dass Sie eben auch Parteimitglied werden dürfen und Bundestagsabgeordneter sein dürfen und trotzdem dann nur vermerkt wird in Ihrem Eintrag beim Weltrat, Ausnahmegenehmigung, Vorsicht, nicht mehr unparteiisch, Ausnahmegenehmigung zur Parteimitgliedschaft und Bundestagsabgeordnetenmandat sozusagen. Ja? Also, ja, so, das war's für diese kurze wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.